Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar Matthias Burchert. Matthias Burchert habe ich kennengelernt über Hubert, das ist ein Obstbauer vom Bodensee. Und deshalb gibt es bei uns heute auch Apfelsaft. Auf den Hubert, oder? Auf den Hubert. Prost, Hubert. Ja, Matthias, du bist Philosoph an der Uni Köln. Haben deine Eltern ja nicht gesagt, du sollst was Anständiges lernen? Doch, immer wieder. Also mein Vater war Ingenieur und der hätte sich sehr gewünscht, dass ich eher in eine technische Richtung gehe. Ja. Aber wie das immer so ist, die Kinder machen ja genau das Gegenteil von dem, was die Eltern wollen. Und dann habe ich halt Philosoph gemacht. Ja. Ja, tatsächlich, mit dem Klischee werde ich ja immer wieder konfrontiert, so lebensuntauglich. Ich sehe es als große Verpflichtung, jetzt das, was ich philosophisch mache, auch wieder der Gesellschaft zurückzugeben. Ich darf mein Hobby zum Beruf machen, und ich glaube, meine Aufgabe ist dann wiederum an verschiedenen Orten, wie jetzt eben auch in der Landwirtschaft, dazu beizutragen, dass wir die Sachlichkeit und die guten Argumente wieder von den schlechten unterscheiden. Ja. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Meine Berufskollegen haben irgendwie so den Eindruck, dass wir Prügelknaben der Nation sind. Dass alles Böse, was auf dieser Welt passiert, irgendwo mit den Landwirten zusammenhängt. Auch gerade brennt ja wieder der Regenwald. Auch das sollen die Landwirte schuld sein. Ist das nur eine Filterblase, dass wir Landwirte so denken? Oder ja, wie siehst du das als Philosoph? Ja, du siehst ja, es gibt Vorurteile gegen jede Berufsgruppe. Also wie der Landwirt ist auch der Philosoph eine lächerliche Figur letztendlich. Ja. Ich habe häufig das Gefühl, dass Berufsgruppen, mit denen ich ins Gespräch komme, sich irgendwie missverstanden fühlen, ob das jetzt Lehrer sind, Ärzte sogar. Ja. Ich glaube sogar, dass Hedgefondsmanager irgendwie sagen, ach, wir meinen es ja eigentlich gut und es ist missverstanden. Also das ist das eine, dass, glaube ich, heute die Gesellschaft sehr fragmentiert ist in Gruppen, die sich missverstanden fühlen und dadurch nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen. Das ist das eine. Also ihr seid nicht die Einzigen, die öffentlich mies dargestellt werden, aber ich finde es bei euch besonders ungerecht, dass ihr so falsch dargestellt werdet. Politikern und Journalisten stimmt's ja. Oder eben auch nicht. Ja, also da sind wir wieder bei dem blöden Pauschalvorwurf Lügenpresse. Das ist natürlich total ungerecht in der Breite. Und das finde ich ein Zeichen für gesellschaftlichen Verfall eigentlich, wenn man nicht mehr wertschätzend mit den Beteiligungen der einzelnen Berufsgruppen zum Gesamtwohl umgeht, sondern sagt, also die sind doof und die sind doof. Ne? Kann man dem irgendwie begegnen? Ich würde gerne nochmal den Ursachen auf den Grund gehen, wenn du einverstanden bist. Also wie kommt dieses schlechte Image zustande überhaupt? Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis dessen, der Bedeutung der Landwirtschaft für gesellschaftliches Leben überhaupt. Wenn ich mir mal angucke, wie ihr öffentlich wahrgenommen werdet, dann haben wir da Bauer sucht Frau. Ja. Das heißt, also ihr seid irgendwie unattraktiv und kriegt es nicht zustande, eine Familie zu gründen. Auch ein bisschen doof. Ohne, dass die RTL euch dabei hilft. Ne? Ja. Oder dann der dumme Spruch, ja, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Das heißt, also ihr seid irgendwie doof. Ja. Und je doofer ihr seid, umso mehr wächst es. Und das ist eine Arroganz, die völlig ignoriert, wie sehr wir davon leben, was ihr eigentlich leistet. Und das, wenn ich das philosophisch betrachte, hängt es eigentlich damit zusammen, dass der Mensch so zwei Komponenten in sich hat. Wir sind einerseits Wesen der Natur und damit abhängig. Das heißt, wenn wir nichts zu futtern kriegen, dann knurrt mir gleich der Magen und ich kann nicht mehr denken. Und wir sind aber auch Wesen, die frei sind. Das heißt, wir können in Distanz gehen, wir können überlegen. Und schon in der griechischen Antike werden die Leute, die denken, besonders hochgeschätzt. Die Philosophen, die sollen Herrscher werden, und die Doofen, die sollen die Arbeit machen sozusagen. Und dieses Vorurteil, das zieht sich dann durch die Geschichte durch, und eine Zeit lang war eigentlich jeder Mensch noch betroffen mit den Notwendigkeiten des Lebens und musste sich die Hände schmutzig machen. Und den Reichen war es vorbehalten, sozusagen sauber mit weißem Kragen irgendwo zu sitzen und so zu tun, als gäbe es keine Arbeit. Und man konnte auf die herabspucken, die diese Arbeit machen mussten. Also hat der Prügelknabe Tradition? Das hat eine ganz, ganz lange Tradition, und das ist im Grunde eine Gespaltenheit im Menschen selber, der das nicht anerkennen möchte, wie stark das ist. Und hinzu kommt auch, dass das, was ihr an Wissen mitbringt, das ist was unglaublich Kostbares. Ne? Ihr könnt das, du bist ja promovierter, was bist du, Agrarökonom? Agrarwissenschaftler, ja. Aber natürlich haben auch Landwirte schon, bevor es das als Wissenschaft gab, gut gewirtschaftet, weil da ein Wissen ist, das eher in dem vorwissenschaftlichen Bereich unterzubringen ist. Also ihr habt Erfahrungswissen, ihr könnt, der Hubert hat mir erzählt, wie das ist, wenn man spürt, dass es bald regnen wird. Ihr wisst, wie man mit Schädlingen umgeht, ihr kennt die Zyklen der Natur, ihr seid ganz nah bei der Sache und ihr braucht dazu keinen Rechenschieber oder Lehrbuch. Ja? Und weil eben auch das Wissen einen Wert hat, aber an der Universität nicht vorkommt, ist das abgewertet worden, wie in vielen Berufsgruppen. Auch das Handwerk wird ja bespuckt. Die Griechen sagen zu den Handwerkern Banausen. Ja, das ist tatsächlich das Wort für Handwerker. Und das ist eine lange Erblast, die wir über Jahrtausende mit uns mitschleppen.
die jetzt eigentlich in den Zeiten der Moderne, wo Digitalisierung uns komplett entfremdet, also einerseits zu einer Geringschätzung führt und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, auch zu einer Idealisierung und Romantisierung. Also wenn, dann sollt ihr in so einem Disneyland-Bauernhof arbeiten, wo der Wolf und das Schaf sich umarmt und wo ihr rausgeht in ein Paradies und irgendwas pflückt. Das heißt, das konkrete Wissen, was es eigentlich bedeutet, der Natur Nahrungsmittel abzuringen. Mhm. Ne? Das heißt, eine Wildnis urbar zu machen, eine Kulturlandschaft zu schaffen, über Generationen hinweg sich etwas anzueignen. Ich habe jetzt kürzlich noch gehört, also die erste Generation hat den Tod, ne, die zweite die Not und erst die dritte das Brot. Ja, und wir haben jetzt das Brot und denken, ach, das ist selbstverständlich und vergessen völlig, wie stark das errungen wurde. Und ich glaube, irgendwann werden wir das lernen müssen, wie kostbar das ist. Und ich hoffe, dass wir es über die Vernunft lernen und nicht wieder über die Not. Denn wie der Fisch, der auf dem Land liegt, erst versteht, was Wasser ist, werden wir verstehen, was die Landwirtschaft ist in dem Moment, wo was knapp wird. Und dann könnte es zu spät sein. Und deshalb ist das, was ihr hier betreibt, unglaublich wichtig, weil ihr wieder den Sachverstand zurückbringt in die Diskussion und diese Romantisierung und aber auch diese Geringschätzung eigentlich ein bisschen wieder ergänzt durch Realitätsgehalt. Wobei ich eigentlich feststelle, dass der Landwirt, die Person, durchaus anerkannt ist. Also bei uns im Dorf zum Beispiel sind die Landwirte durchaus beliebt. Es ist eigentlich unsere Form der Landwirtschaft, die wir betreiben. Ich sage immer, die traditionelle Landwirtschaft, die ist irgendwie in der Kritik. Und ich kann das in manchen Fällen sogar auch nachvollziehen, weil unsere Betriebe sind größer geworden, die sind auch steriler geworden. Also wir hatten hier früher auch einen Hof mit Schweinen, mit Kühen, mit allem Möglichen. Wir haben heute nur noch Ackerbau. Wir fahren mit einer großen Spritze durchs Feld und die Leute mögen mich als Landwirt, aber meine Form der Landwirtschaft lehnen sie eher ab. Und was ich auch feststelle, viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, sagen, ja, mein Großvater war auch Landwirt oder Bauer. Und darauf sind sie stolz. Also da passiert irgendwas in den Köpfen, was mir auch noch nicht so ganz klar ist. Warum ist diese Person Landwirt, mit dem man sich konkret unterhält, den man fragt, nun wie wächst es draußen und so weiter und so fort, hat durchaus die Anerkennung. Aber warum nicht der große Rahmen, die traditionelle, konventionelle, industrielle oder wie es auch immer heißt, Landwirtschaft? Also da ist ja noch ein Unterschied zwischen industriell und traditionell, glaube ich. Interessant, dass du das jetzt so beobachtest. Ich kenne tatsächlich, aber das ist natürlich meine Blase wiederum, dass man also da sich ein bisschen schämt. Ich habe einige Studierende aus landwirtschaftlichen Betrieben, wenn ich die dann besser kenne, trauen die sich das kundzutun. Aber ansonsten kommt man eher aus Lehrerhaushalten oder sonst irgendwie akademischen Verhältnissen. Das ist sicherlich hier noch eine gute Perspektive. Ich glaube so, dass der globalisierte Hipster, der dann seine Latte Macchiato irgendwo trinkt und an seinem Laptop sitzt, ich weiß nicht, ob der viel Respekt vom Landwirt habe. Ich würde es mir wünschen. Was ich auch wiederum feststelle, ist, dass für Eltern das oft wichtig ist, zumindest Kindern sowas wie Landwirtschaft noch zugänglich zu machen. Da gibt es dann irgendwie diese Lokalvertriebshöfe, die dann auch noch so ein paar Hühner da laufen haben und dann dürfen die Kinder zwischen den Strohballen rumhüpfen, sodass man denkt, ja, da scheint irgendwie noch ein Anknüpfungspunkt zu sein. Aber deine Frage ging ja weiter, was ist eigentlich die Verachtung auch eurer Tätigkeitsform? Und da ist, glaube ich, zweierlei am Werk. Also das eine ist, glaube ich, dass der Wunsch ist, dass es möglichst harmonisch und idyllisch sein soll. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein berechtigtes Unbehagen an sozusagen immer größer werdenden industriellen Verarbeitungsbetrieben, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das mit EU-Politik nochmal in Verbindung bringen kann, also dass es da einfach auch Anreize gab, die diese kleinen Betriebe in Schwierigkeiten gebracht haben, sodass die großen entstanden ist und man wünscht sich das vielleicht ein bisschen idyllischer. Kann das was mit Kontrollverlust haben zu tun? Also Angst vor dem Kontrollverlust, dass man nicht mehr weiß, was da draußen passiert. Also jeder, der einen eigenen Garten hat, weiß natürlich, wie es gewachsen ist. Und wenn man das im Supermarkt einkauft, dann wird gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht wirklich, wo es herkommt und wie es gemacht worden ist und auch immer wieder ein schöner Satz ist, den ich oft höre, wenn ich wüsste, dass die Tiere gut gehalten würden, dann würde ich auch mehr für mein Fleisch ausgeben. Kann ja jeder, macht nur keiner. Also kann das was mit Kontrollverlust zu tun haben?
Muss ich drüber nachdenken. Okay. Das kann sein, dass also einerseits sowas wie ein Nachvollzug der Produktionsketten für die Leute von Bedeutung ist. Andererseits kenne ich auch viele Leute, denen es einfach völlig egal ist, woher was kommt. Also zum Beispiel, wenn ich ein iPad kaufe, dann kaufe ich das im Apple Store. Hier in der Nähe haben wir ja auch einen, ne, in einem großen Zentrum, müssen wir ja nicht beim Namen nennen. Und das liegt dann auf dem weißen Tisch wie auf dem Altar. Und die Leute kaufen es und es interessiert sie nicht die Bohne, wie die seltenen Erden gewonnen wurden. Kinderarbeit spielt dabei eine Rolle, wie die Chinesen in der Fabrik gearbeitet haben, die das Ding produziert haben, sondern das Ding ist erstmal an sich wie ein Geschenk Gottes aus dem Nichts entstanden. Mhm. Kontrollverlust, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man kein klares Wissen um eigentlich eure Tätigkeit hat. Mhm. Dass man denkt, die Natur ist eigentlich ein Paradies, die alles schenkt und alles, was der Mensch anrichtet, ist schädlich. Da gibt es einen Satz von Rousseau, alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Also je mehr du anfasst, umso schlimmer ist es. Dass du aber eine Landschaft schaffen musst, die das alles ermöglicht, wird da von vornherein schon unter den Verdacht gestellt, du tust der Natur Gewalt an. Schöpfung ist ein gutes Stichwort. Mhm. Bewahrung der Schöpfung, Natur erhalten. Wir haben in ein paar Tagen haben wir Erntedank. Mhm. Da wird in den Kirchen auch wieder von Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Und gleichzeitig so ein bisschen unterschwellig wird gesagt, ja, und die Bauern draußen machen ganz was anderes. Und ich sage dir, die haben sogar recht. Weil ich habe einen sehr schönen Satz gehört neulich, da wurde gesagt, 7,5 Milliarden Menschen minus 20 Millionen, der Rest ist Landwirtschaft. Soll heißen, auf dieser Welt würden klimaneutral 20 Millionen Jäger und Sammler ihr Brot finden oder ihr Essen finden. All die anderen, die wir jetzt mehr geworden sind, konnten nur deshalb 7,5 Milliarden werden, weil es Landwirte gab, die dafür gesorgt hatten, dass diese 7,5 Milliarden auch ernährt werden konnten. Also nochmal, Bewahrung der Schöpfung und dieser krasse Widerspruch, dass wir natürlich dem Acker, dann eben auch mit Pflanzenschutz und Düngung, Dinge abgewinnen und natürlich dabei nicht das, was man so unter Natur schlechthin versteht, erhalten können. Also da mache ich mal zwei Punkte draus. Okay. Also der zweite erregt mich unglaublich. Deshalb mache ich erstmal den ersten, damit ich noch ein bisschen sachlicher bleiben kann. Was ist eigentlich gemeint mit dem Erntedankfest? Und das ist das, was für euch heute auch noch gilt. Die landwirtschaftliche Tätigkeit ist im Unterschied zur produzierenden Tätigkeit darauf angewiesen, dass die Natur mitspielt. Ihr arbeitet nicht gegen die Natur, das macht ihr zum Teil auch, aber ihr bewirkt nicht das Wachsen, sondern ihr schafft Bedingungen dafür, dass die Natur ein Geschenk zustande bringt. Ja? Okay. Sehe ich auch so. Ja, und das gilt auch, und sozusagen, das gilt auch noch unter weltlich modernen Bedingungen. Und der Erntedank schreibt es einem Gott zu, dass man sagt, ja, ich habe sozusagen meinen Schweiß in das Feld gesteckt. Mhm. Aber der Schweiß hat nicht das Wachsen bewirkt, sondern das Wachstum ist mir von der Natur geschenkt worden. Und das gilt bis heute, das halte ich, also auch, würde ich nicht mal von Schöpfung sprechen, vielleicht unter aktuellen Bedingungen, aber das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein und das gilt eben auch noch unter den Zeiten von 8 Milliarden Menschen, dass ihr das zustande bringt, aber dass ihr auch genau wisst, ihr schafft nicht das Wachsen, sondern ihr müsst ihr nehmt es in Empfang. Und das ist ein schöner Gedanke, der für mich konstant ist und ein bisschen Dankbarkeit, gerade im Umgang mit Lebensmitteln, finde ich auch wichtig, wenn ich jetzt einen Apfel in der Hand halte, dann weiß ich, dass der Hubert da Hand dran gelegt hat, aber dass letztendlich auch was am Werk war, was größer ist als der Hubert und als ich. Und deshalb ist Schöpfung bewahren ein ganz wichtiges Ziel, was aber nicht bedeutet ist, dass ich die Schöpfung sich selbst überlasse, sondern ich kann sie auch bewahren, indem ich sie pflege. Okay. Ja. Das ist der nächste Punkt. Das heißt, also, wenn ich jetzt hier argumentiere, auch für traditionelle Landwirtschaft, dann ist das für mich nicht sozusagen die Lanze brechen für die Ökosau, sondern zu behaupten, dass das eine Weise ist, auch verantwortlich mit der Schöpfung umzugehen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was du da ansprichst, ist eine zynische Argumentation, die eigentlich sagt, sowas wie, der Mensch ist, vor allem wenn es viele sind, eigentlich ein Störenfried auf der Erde. Das ist ja diese Gaia-Theorie oder die Tiefenökologie, die immer sagt, eigentlich der Mensch ist zu viel und wenn es weniger Menschen gäbe, dann wären wir auch alle problemlos und weil ihr den Menschen das Leben ermöglicht, seid ihr ja im Grunde jetzt die größten Ökosäue. Ihr spritzt nicht nur, sondern ihr seid auch schuld an der Überbevölkerung. Also zynischer geht's gar nicht. Ja. Ich glaube, dass die Welt für Menschen ein Ort sein kann, noch für viel mehr Menschen. Mein Argument ist dann immer, schaut euch mal an, es gibt ein paar Leute, die vereinen sozusagen in ein paar Familien einen Großteil des Weltvermögens auf sich. Ja? Und wenn man sich mal den Gegenwert anguckt, was haben die eigentlich verbraucht, ökologisch und sozial, damit die dieses Vermögen auf sich konzentrieren könnten, da würde ich sagen, ist hier noch für ein paar Kinder Platz auf der Welt, die ein gutes Leben führen können.
Natürlich müssen wir über Überbevölkerung sprechen. Die beste Möglichkeit dagegen anzugehen ist Wohlstand. Das heißt also, es geht nicht darum, die Menschen zu vernichten, sondern Lebensbedingungen zu schaffen, dass sie sozusagen ein gepflegtes Leben führen können. Und das ist vielleicht umso eher möglich, ja, je weniger sich wenige bereichern und alle davon profitieren, dass man mit der Erde verantwortlich umgeht. Jetzt gibt es ja in letzter Zeit so wieder was wie eine Weltuntergangsbewegung. Mhm. Ich habe das Buch Club of Rome gelesen, irgendwann glaube ich in 70er, 80er Jahren ist es rausgekommen, und damals ging es mir so, dass ich gesagt habe, na, wenn du das noch schaffst, 65 zu werden, dann ist es aber auch gut. Ich bin gerade 65 geworden, es geht uns blendend. Und ganz viele von diesen Theorien, die damals in diesem Buch zu lesen waren, ob das Oil Peak ist oder was auch immer, sind bis heute nicht wirklich eingetroffen. Wir haben jetzt die Fridays for Future Bewegung. Ich habe gestern wieder im Fernsehen geguckt, da war Hart aber fair auch eine Fridays for Future Mädchen, die damit diskutiert hat. Diese Weltuntergangsstimmungen, ich meine, die sind nur wirklich festzustellen in den Industrieländern. In den Schwellenländern, wie zum Beispiel China oder auch Indien, nehme ich eine ganz andere Stimmung wahr, nämlich Aufbruch. Jetzt die Frage an dich, wann wird die Welt wirklich untergehen? Nie, nie. Auch was für eine Überheblichkeit zu glauben, wir wären so mächtig, die Natur zu zerstören. Entschuldigung, die Natur hustet einmal und dann zerstört sie uns, ja, von mir aus. Aber auch, dass der Mensch, also mich amüsiert das sehr, insbesondere, weil ich jetzt schon so viele Weltuntergänge überlebt habe. Also ja, mein Schlüsselereignis war, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, Holmar von Ditfurth, ja, ja, 80er Jahre, da war natürlich der Kalte Krieg noch, spielte ja eine Rolle, Waldsterben und so weiter. Ozonloch, Rinderwahnsinn, ja, was haben wir AIDS, das haben wir alles überlebt. Das eine ist sozusagen ein kultureller Resonanzboden. Wir sind relativ frei von äußeren Bedrohungen. Also wenn wir hier über die Straße gehen, werden wir nicht von einem wilden Tier angefallen, ja, und haben vielleicht so ein imaginatorisches Bedürfnis, also irgendwelche Bedrohungen vorzustellen, damit wir irgendwie noch unter Stress sind. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Es gibt Akteurskreise, die davon profitieren, eigentlich Herrschaft auszuüben über Bedrohungsszenarien. Also wenn ich Angst an die Wand male, kann ich Menschen kontrollieren. Und das ist auch wissenschaftlich hinreichend erforscht, wie von diesen Techniken Gebrauch gemacht wird. Ich bringe mal ein Beispiel, etwa der 11. September, ja, was immer da jetzt wirklich passiert ist. Man hatte plötzlich eine Legitimation, Bürgerrechte einzuschränken. Ne? Du konntest sagen, also wir sind eine große Bedrohung. Ich weiß noch, am 12. September war ich in Frankfurt, sehe da die großen Hochhäuser und stelle mir direkt vor, da fliegt ein Flugzeug rein. Ja. Ja? Jeder hatte diese Bilder im Kopf und diese Bedrohungsszenarien und sagten, ja gut, wir brauchen jetzt also mehr militärische Einsätze und so weiter. Also damit kann man Politik machen, und der Club of Rome ist eben auch kein neutraler Player, sondern die haben natürlich auch eine bestimmte Agenda damals schon verfolgt und immer wieder bespielt, sodass ich sagen würde, die erste Form von Widerstand ist, sich ein Bild darüber zu machen, wo sind die tatsächlichen Bedrohungen und welche werden uns nur eingeredet. Denn dieses Klimathema, so wichtig es sein mag, aber radiert doch ganz viele andere Themen, die wir momentan politisch beackern müssten, radikal aus, ja, und schafft einen Resonanzboden für sehr schnell vollzogene, unbedachte Lösungen. Also die Bevölkerung lässt sich jetzt gewissermaßen treiben, um jetzt niemandem zu nahe zu treten. Die jungen Leute, die sich da engagieren, die haben die idealistischsten Motive. Ich finde das toll. Ich, ja? find das okay. Ich ja, möchte ja auch die Bienen retten, ja? Ja. Aber ob das, was dann dabei rauskommt, dem Klima tatsächlich dient und den Menschen, ja, das ist so ein bisschen nachrangig, weil, ne, in dem Moment, wo alle Angst haben, kann jemand mit schnellen Lösungen schnell Politik machen. Das gilt natürlich auch für die Migrationsfrage. Also wenn ich jetzt den Teufel an die Wand male mit der Flüchtlingskrise, induziere ich auch wiederum Angst und kann damit Stimmen fangen. Ja. Und genauso kann ich auf der anderen Seite auch Stimmen fangen. Und ich wäre für einen vernünftigeren Politikstil, der sich ein bisschen abgewogener mit den Fragen beschäftigt. Also ich kann Umweltschutz betreiben, ohne den Menschen Angst vor dem Weltuntergang zu machen. Warum denn nicht? Ja. Ich habe in einem deiner Texte einen Begriff gelesen, den ich bisher noch nicht kannte. Das war Responsivierung. Kannst du mir mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja. Und hat das auch was mit uns Landwirten zu tun? Indirekt. Also der Begriff stammt eigentlich so aus der Organisationsentwicklung und beschreibt eigentlich, dass man Einzelne an der Basis, die die wirkliche Arbeit tun, zur Verantwortung zieht und sie ihr Handeln ausbeuterisch braucht, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich erfolgreich zu sein. Ich gebe mal ein Beispiel, das war jetzt blöd erklärt. Etwa im Pflegebereich. Ja? Ja. Das ist eigentlich ein attraktiver Beruf.
auch mit der sozialen Anerkennung, der schlecht bezahlt ist und die Arbeitsverhältnisse sind halt so, dass die Menschen eigentlich in die Selbstausbeutung gehen können. Ja. Die haben ein Herz für die Menschen, um die sie sich kümmern und gleichzeitig sind ihnen die Mittel entzogen, sich tatsächlich zu kümmern, weil sie dokumentieren müssen, weil sie viel hin und her fahren müssen und so weiter. Und Responsivierung bedeutet eigentlich, dass ich sage, ich brauche kein Gesundheitssystem, das Bedingungen schafft, dass wir in Würde altern können, sondern die Pflegekraft muss das machen. Ja. Aber ich unterstütze sie nicht dabei. Ja. Und die nimmt das an und packt das auf ihre Schultern und das, ich nenne es Humanfracking, das presst sozusagen die letzten Ressourcen aus den Einzelnen heraus, lässt die Rahmenbedingungen bestehen und macht den Einzelnen fertig. Und ich glaube, also dann mein Herz aber doch was mit Landwirtschaft zu tun. Indirekt. Weil, wenn ich jetzt das aktuelle Agrarpaket sehe von den beiden Ministerinnen, da wird im Prinzip auch gesagt, was wir Landwirte bitte alle zu tun hätten. Nehmen wir auch die NGOs mit dabei, ob das jetzt mehr Tierwohl, mehr Naturschutz ist. Man möchte uns vorschreiben, was wir zu tun haben, gibt uns aber nicht die Mittel dazu, das auch wirklich tun zu können. Und dann verliert man natürlich auch irgendwo die Lust daran, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Wir haben hier neben dem Garten eine schöne große Blühwiese. Das mache ich ohne jegliche Subvention, einfach weil es mir Spaß macht. Aber wenn das so weitergeht, dass man diese gesellschaftliche Anerkennung dafür auch nicht bekommt, dann mag man das auch nicht mehr wirklich. Genau, das ist für mich die Parallele. Es gilt genauso für die Lehrer. Also das, um jetzt mal auch... So. Soll ich einsetzen? Wir waren bei den Lehrern. Eben hatten wir Unterbrechung bei der Kamera. Genau. Das passiert schon mal bei den Lehrern. Humanfracking genau. Und die Lehrer. Auch da kann man ja sagen, ne, das Bildungssystem ist schlecht ausgestattet. Die werden mit allerlei blödsinnigen Verordnungen bis zur Besinnungslosigkeit beschäftigt, haben kaum noch Zeit, sich um Schüler zu kümmern. Und man sagt, ja, die Lehrer sind faul und dumm. Und genauso kann man sagen, die Landwirte sind Ökosäule, die irgendwie sitzen auf ihrem dicken Hof und horten die Kartoffeln und ruinieren dabei die Natur. Ja? Ja. Hintergrund ist natürlich der, worüber wir diskutieren müssten, sind die Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sinnvolle oder unsinnige Regulationen, auf der anderen Seite den Marktdruck. Und wir haben Freihandel und wir haben all diese Aspekte, aber man diskutiert daran, ob du spritzt. Ja? Ja. Dass du möglicherweise gezwungen bist, bestimmte Dinge aufgrund der Bedingungen so und nicht anders zu tun, um allein zu überleben und aber auch sowas wie Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das wird dann ausgeblendet. Und insofern passt diese Responsivierungsstruktur schon. Also wir bräuchten einfach andere Rahmenbedingungen, wenn wir das alles möchten. Und dazu müssten wir einiges verändern, aber das wird ja dann ausgeblendet, weil dann müssten wir die Machtfrage stellen, dann müssten wir die Systemfrage stellen. Ja, müssen wir das System verändern? Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sowas wie Freihandel nochmal diskutieren. Also in der Philosophie gibt es Konzepte, die sagen, die Aufgabe des Staates ist, autark zu sein. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass alle Ressourcen, die Bevölkerung für ein gedeihliches Leben braucht, im Staat selbst erwirtschaftet werden kann. Ich kann dann immer noch Außenhandel betreiben und so weiter. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mich abhängig mache von außen, bin ich nicht mehr souverän und kann auch nicht mehr demokratisch mein Gemeinwesen gestalten. Und der Punkt ist doch der. In dem Moment, wo ihr hier kapituliert und aufgrund der vermeintlich sinnvollen oder unsinnigen Ökoauflagen nicht mehr weiterarbeitet, hört das ja nicht auf, sondern das wandert ab in andere Weltbereiche, die dann wahrscheinlich nicht so interessiert sind an Umweltschutz. Das heißt, ich verlagere den Ort, an dem der Dreck entsteht und schaffe mir den vom Hals. Das ist wie bei der Elektromobilität. Also ich trenne ja eigentlich nur den Ort des Energieverbrauchs vom Ort der Energieproduktion und weil ich den Rauch nicht mehr sehe, habe ich ein sauberes Verkehrsmittel vor mir. Und ich darf ich noch einen Punkt zum Klima sagen? Also ich finde es auch bedenklich jetzt Fridays for Future. Gewerkschaften rufen auf, dass ihre Mitglieder jetzt mitmarschieren bei Fridays for Future. Ich würde da gerne nochmal drüber nachdenken, wenn nämlich von Dekarbonisierung spreche, das ist ja das Ziel, bedeutet das Deindustrialisierung. Das bedeutet flächendeckenden Abbau von Arbeitsplätzen. Die Arbeit wandert woanders hin. Die Ökostandards in den anderen Weltteilen, die billiger produzieren, die sozial fragwürdiger produzieren, sind natürlich nicht so hoch. Und der nächste Schritt scheint mir zu sein, ob wir nicht möglicherweise auch diesen ganzen Agrarbereich im Rahmen des Klimaschutzes sozusagen hier gefährden und damit die Umweltsünden einfach nur aus unserem Blickfeld entfernen. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch global denken und aber regional handeln, aber jetzt ganz anders als die Ökoaktivisten das vielleicht meinen. Ich finde, ein sehr wichtiger Satz, weil da möchte ich auch ergänzen, ich habe das mal durchkalkuliert, wenn wir in Deutschland auf 100% Bio umsteigen würden, wären wir in sehr vielen Grundnahrungsmitteln bei weitem nicht mehr autark. Also wir würden Getreide importieren, wir würden Milchwaren importieren und. Das heißt, wir können als Landwirte natürlich auf 100% Bio umsteigen.
also wie Frau Merkel auch gesagt hat, wir schaffen die Atomkraft ab, kann man hingehen und kann sagen, wir schaffen die traditionelle Landwirtschaft ab, alle müssen auf Bio umsteigen. Das geht. Aber das ist ja nicht folgenlos. Das bedeutet wirklich, dass diese Autarkie, die wir in Deutschland haben, zum Teil natürlich auch Überproduktion, ohne jede Frage, also das ist nicht alles sinnvoll, was wir da so anstellen, aber das sind nur wirklich einzelne Bereiche, im Bereich der Landwirtschaft und wieder. Da ist eben auch wieder die Frage, die Systemfrage zu stellen, wenn wir das wirklich so mit dieser Gradlinigkeit oder mit dieser Endgültigkeit in Deutschland beschließen, dann hängt da ganz viel hinten dran, was heute nicht bedacht wird. Und das ist auch eine Kritik an vielem, was in der Politik auch entschieden wird. Vieles von dem wird nicht wirklich konsequent bis zu Ende gedacht, was das wirklich für unser Gemeinwesen insgesamt bedeutet. Also ich sehe das. Das ist eine Güterabwägung, weil genau. Das eine ist jetzt die Form, wie wir Lebensmittel produzieren, das andere ist aber, dass wir gedeihliche Lebensverhältnisse für alle Menschen haben, etwa was die sozialen Verwerfungen angeht. Ja. Also es gibt Menschen, die sind radikal abgehängt, Leute, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, Strukturwandel, der überhaupt nicht klappt. Ja? Ja. Also da gibt es so viele Punkte, die ich jetzt miteinander ins Gespräch bringen würde. Und das Problem am politischen Handeln ist immer, ich kann nicht so tun, als wäre ich der Messias, sondern ich muss immer Kompromisse eingehen und das demokratische Gemeinwesen muss sehen, dass diese Kompromisse nicht zulasten von Einzelnen gehen, sondern dass sie sich sozusagen gerecht verteilen im sozialen Raum. Und das scheint mir sozusagen eine ideologische Vorstellung einer Landwirtschaft, die jetzt praktisch uns zurück ins Paradies führt, verspricht, die aber um den Preis des Realitätsprinzips erkauft wird. Und ich glaube, die Differenz, da kennst du dich besser aus, zwischen traditioneller und Biolandwirtschaft, ist doch gar nicht so gewaltig groß, weil da werden doch auch Pestizide und Herbizide verwandt, das sind andere. Ja. Ich finde auch nochmal, unser Verhältnis zu Nahrung und Lebensmitteln sollten wir überdenken. Also wenn du heute in der Schule einen Kuchen mitbringst, ne, für andere Kinder, früher hättest du große Freude ausgelöst, heute fangen die an, ist da Laktose drin, ich habe eine Glutenallergie, ist da Zucker drin. Das heißt, auch diese Sphäre wird als komplett bedrohlich und rational wahrgenommen und allein das Geschenk, dass die Erde uns durch die Kraft der Landwirte irgendwie wieder satt macht, ja, wird völlig verkannt, indem wir auch diese Sphäre komplett entfremdet betrachtet. Und tatsächlich ist die Frage Überproduktion, wie gehen wir überhaupt um, wie wertschätzend ist das Ganze, ist überhaupt klar, woher das kommt. Also mir hat jetzt eine Lehrerin erzählt, wenn sie mal eine Wurst mit in die Schule bringt, finden die Schüler es eklig, weil die nicht aus Plastik kommt. Ja, also das muss irgendwie steril sein, damit der Eindruck, das kommt irgendwie aus einer Wirklichkeit, unterbrochen wird, sondern das muss aus dem Laden kommen. Und ich glaube, in der Hinsicht wäre pädagogisch auch viel zu machen. Ja, das wäre nämlich jetzt der Punkt. Wir haben jetzt, glaube ich, die Analyse der Probleme alle gut geschafft. Jetzt nach vorne gedacht, wie kann man, und auch langfristig gedacht, wie kann man aus dieser Kiste wieder rauskommen? Du sagst jetzt gerade pädagogisch. Was wird in den Schulbüchern gelehrt? Was fallen dir sonst noch für Punkte ein? Wenn die Landwirte ja den Eindruck haben, da sind wir wieder am Anfang, Prügelknaben der Nation sein, was können auch die Landwirte selber machen? Zwar jeder an seinem Platz, jeder an seinem Ort, ohne dass dann eine große Organisation dahinter hängt. Ja. Was fällt dir da ein? Du kommst aus der Nähe von Köln. Wie erreichen wir den urbanen Bürger? Ja, mehrere Fragen auf einmal. Ich fange mal mit der ersten an. Was steht in Schulbüchern? Die sind sehr ideologisch gestaltet. Also meine Tochter hat das Klimathema bis hier. Sie sagt, ich würde gerne mal in meinem Lesebuch, im Deutschbuch, einen Satz lesen wie Oma tanzt Samba in der Küche. Aber was sie lesen muss, ist Überbevölkerung, Klimathemen und so weiter. Ich glaube, hier ist ein reicheres Spektrum und eine ausgewogenere Darstellung des Themas in den Lehrmedien für mich dringend erforderlich. Das gilt aber auch für den gesamten gesellschaftlichen Bereich, dass wir also wieder zueinander finden und den Anteil der anderen schätzen. Und das beginnt auch damit, dass wir kennenlernen, was der Fall ist. Dass wir wirklich wieder wissen, worin deine Arbeit besteht. Und die Landwirte, die ich jetzt kennengelernt habe, die sagen, ich würde gerne auch was ändern. Ich bin auch gerne auf den Dialog bereit, aber ich möchte mit den Menschen tatsächlich sprechen und ich möchte sachhaltige Argumente haben. Mhm. Also für mich ist die erste Debatte zueinander finden und sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Okay. Das scheint mir der erste Punkt zu sein. Ich finde diese Aktion mit den grünen Kreuzen ausgesprochen gut, weil sie sozusagen eine Aufmerksamkeit schafft im öffentlichen Raum. Ich habe auch gesehen, dass man so Strohballen übereinander legt und sagt, Insektenschutz betreiben wir auch. Es geht nicht ohne irgendwelche anderen Mittel, aber dass man sich in die Aufmerksamkeit zurückbringt.
ich finde es auch gut, dass man jetzt nicht als klare Organisation auftritt und mit aggressiven Konstellationen die Aufmerksamkeit sucht. Das kriegt man hin, indem man irgendwas anzündet. Aber ich würde es freudvoller tun. Was ich mir vorstellen könnte, dass man auf jedes Produkt einen kleinen lustigen Aufkleber macht und sagt, hier erwirtschaftet okay. in der Region. Oder dass man das politische Anliegen sozusagen auf den Vertriebskanälen ja. nochmal sichtbar macht. Ich glaube, dass man auf Dauer aber auch in die Politik gehen muss und den Dialog suchen muss mit Abgeordneten auf jeder Ebene. Also da ist viel zu tun. Dafür nehmen wir uns gleich nochmal in Ruhe Zeit. Was mir ganz wichtig ist bei diesen Analysen, natürlich hat man dann irgendwann ein Ohnmachtsgefühl, weil man merkt, da sind mächtige Player im Hintergrund. Ne? Das sind sagen Behörden auf EU-Ebene, die man nicht kontrollieren kann und auch den Freihandel können wir ja morgen nicht abstellen, sodass sich so ein Ohnmachtsgefühl einstellt. Und das finde ich, das wäre die falsche Botschaft. Also wir müssen eigentlich schaffen, mit einem Aufbruchsgedanken das Thema wieder nach vorne zu bringen. Vielleicht das auch an die Zuschauer. Ich habe einen schönen Satz gelesen, der heißt, es ist ein Fehler, nichts zu tun, weil man nur wenig tun kann. Tu das, was du kannst. Oder um es im Kölsch zu sagen, Arschhuh, zäng auseinander. Ja. Danke dir, Matthias. Okay. Bis dann. Gerne. Tschüss. Schöner Schluss.